Wie konstruiere ich ein Dreieck, wenn ich drei Seiten gegeben habe? Auch hier, wie immer bei der Dreieckskonstruktion, auf jeden Fall eine Skizze. Und die Seiten, die wir haben, in dem Fall sind sie alle, einfach mal einzeichnen. Und du siehst schon, wir können dann eigentlich gleich mit der Seite C zu zeichnen beginnen. Und zwar ist ja die Seite C 6 cm. Das heißt, du nimmst ein Lineal und zeichnest eben eine waagerechte 6 cm. Und das ist die Seite C. Dann ist eben hier der Punkt A, hier der Punkt B bei dem Dreieck, wenn du die Skizze vervollständigst. Und wir wissen ja, die Seite A ist eben hier, beginnt im Punkt B und wird natürlich irgendwie so nach oben gehen. Und die Seite B beginnt eben im Punkt A und geht so nach oben. Jetzt, bei drei Seiten, wenn du drei Seiten gegeben hast, brauchst du eine Hilfslinie, eben für das Abschlagen des Zirkels. Und sagst, okay, hier ist 1 cm, 2, 3, 4, 5, wir brauchen hier nur 5 in dem Fall. Nehmen dann unseren Zirkel, stechen mit der Spitze genau in den Nullpunkt und schlagen eben unsere 5 cm für die Seite B ab. Und die Seite B beginnt ja im Punkt A, somit können wir jetzt eben mit der Spitze des Zirkels in Punkt A einstechen und machen hier einfach mal so ein Viertelkreis oder Halbkreis, wie viel auch immer du möchtest. Diese Kreislinie ist ja nur eine Hilfslinie. Das gleiche müssen wir jetzt mit der Seite A machen. Die Seite A ist eben 4 cm. Das heißt, wir stechen wieder im Nullpunkt ein, schlagen eben 4 cm ab. Die Seite A beginnt ja in der Seite, im Punkt B. Wir stechen eben mit unserem Zirkel im Punkt B ein und schlagen hier eben unsere Seite ab. Und sehen schon, hier oben treffen sich diese zwei Kreislinien oder Teilkreislinien, wenn du so willst. Und hier oben wird ja unser Punkt C eben sein. Da hier oben der Abstand vom Punkt A bis zum Punkt C genau eben 5 cm ist und der Abstand vom Punkt B nach Punkt C eben genau 4 cm ist. Hier wären zwar auch 4 cm von B nach A, von B nach C eben, wenn hier der C wäre, aber von hier zum Punkt A sind keine 5 cm, wie es ja gefordert ist. Als nächstes nimmst du dann das Lineal wieder und verbindest einfach die Punkte miteinander. Erhältst hier eben die Seite A und hier eben die Seite B. Um zu überprüfen, ob du das Dreieck jetzt richtig gezeichnet hast, brauchst du ja eigentlich nur noch die gegebenen Seiten nochmals mit dem Lineal nachmessen. Die Seite C hast du ja mit 6 cm gezeichnet. Also müssen hier 6 cm sein. Die Seite A war ja gefordert, dass sie 4 cm ist. Auch hier wieder mit dem Lineal einfach messen, 4 cm. Und die Seite B soll 5 cm sein. Einfach nochmal nachmessen. Und wenn du eben die Seiten jetzt durchs Messen bestätigt hast, dass sie eben diese Längen haben, dann weißt du, dass du das Dreieck richtig konstruiert hast.